Ich danke euch, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch im Namen des BUND. Ich bin froh, dass ihr alle da seid, trotz dieses Wetters. Es war wirklich schlimmer, geht's nimmer, aber gerade geht's ja wieder. Ne? Andererseits habe ich mir gedacht, ja, das ist, irgendwie passt das. Ja? Das Wetter ist Mist, Kohle ist Mist, irgendwie gehört das zusammen. Also danke, dass ihr da seid. Und wo ich gerade dabei bin, die deutsche Klimapolitik, das haben wir heute schon gehört, die ist ja auch richtig. Ein richtiger Scherbenhaufen, ja? Das ist etwas, wo wir tatsächlich richtig Gas geben müssen. Und ich will noch mal daran erinnern, das kommt nicht von ungefähr, ja? Das ist nicht gestern passiert, dass wir die Klimaziele nicht erreichen. Das hat Methode in diesem Land. Ich erinnere mich noch gut, als das deutsche Klimaziel für 2020 verkündet wurde. Das war vor mehr als 10 Jahren. Da hat sich diese Regierung feiern lassen dafür, dass sie jetzt richtig Gas geben will. Und dann ist nichts mehr passiert. Und schon damals war die Lage in diesem Land schizophren. Schon damals waren nämlich Kohlekraftwerke neu in Planung, 39 an der Zahl. 39 neue Kohlekraftwerke hätten hier stehen können. Aber sie stehen nicht. Sie stehen nicht, weil wir dagegen gekämpft haben. Sie stehen nicht, weil wir erfolgreich waren. Wir haben sie fast alle verhindert. Ich erzähle das heute, um Mut zu machen. Es geht darum, dass wir tatsächlich nicht nachlassen. Widerstand lohnt sich und jetzt ist ein Jahr, das könnte sehr bedeutend werden für unsere Bewegung und für den Klimaschutz in Deutschland. Denn unser Sieg gegen die neuen Kohlekraftwerke, liebe Leute, das war leider erst die halbe Miete. Wir sind noch weit davon entfernt, Klimaschutz zu machen in diesem Land. Noch immer sind 40% unseres Stroms aus Kohle gemacht. Noch immer fressen sich die Braunkohlebagger in die deutsche Landschaft. Noch immer werden Menschen vertrieben aus ihrer Heimat, aus Proschim, aus Pötelwitz, aus Kallenberg und aus all diesen Dörfern, die geräumt werden sollen für die Tagebaue. Und auch übrigens, der BUND ist gerade wieder enteignet worden, zwangsenteignet für RWE. Unsere Wiese am Tagebau Hambach soll im Tagebau verschwinden, gemeinsam mit dem wertvollen Hambacher Wald. Wir sagen, das reicht. Die Zeit ist vorbei für die Kohle. Ja, dieser Wald gehört uns. Finger weg, RWE. Am Bibleib. Das ist die alte deutsche Klimaschizophrenie. Wir haben inzwischen das Klimaabkommen von Paris unterzeichnet. Das Klimaabkommen von Paris, liebe Leute, das ist eine völlig neue Geschäftsgrundlage. Das sagt, wir müssen viel mehr Klimaschutz machen, anstatt weiter nichts. Und was hat diese letzte Großkoalition getan? Was hat die Großkoalition davor getan? Nichts. Das Einzige, was sie getan hat, war, 8 alte Kohlekraftwerke teuer abzukaufen. Die werden jetzt stillgelegt. Das soll für das Klimaziel 2020 reichen. Das reicht hinten und vorne nicht. Für das Klimaziel 2020 muss die Hälfte der deutschen Kohlekraftwerke, Braun- und Steinkohle, vom Netz. Und das ganz schnell. Und weil nichts passiert ist, genau weil nichts passiert ist, ist die Kohle immer noch der Klotz am Bein der deutschen Klimapolitik. Und die Große Koalition, das Verfahren nach dem Motto, wir tun mal so lange nichts, bis wir sagen können, oh, jetzt können wir nichts mehr tun. Und wenn wir jetzt noch was tun, das wäre zu radikal. Das wäre nicht mehr vermittelbar. Und ich sage euch, nicht mehr vermittelbar, das sind die Folgen des Klimawandels. Radikal sind die Auswirkungen der Klimakrise. Und wir sind bereits mittendrin. Diese Gesellschaft, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Mitstreiter, diese Gesellschaft ist längst viel weiter als die gewählten Regierungen in den Bundesländern und in unserer Bundesregierung. Ihr seid heute hier, weil ihr den Klimaschutz wollt. Ihr seid heute hier, weil ihr schnell aus der Kohle raus wollt. Und jede Meinungsumfrage bestätigt, mindestens 2 Drittel, wenn nicht mehr, der deutschen Bevölkerung wollen raus aus der Kohle. Sie wollen den schnellen Klimaschutz. Das ist das,
wofür wir hier stehen und wofür wir streiten, liebe Freundinnen und Freunde. Und vollends schizophren wird es ja langsam, weil sogar die deutsche Energiewirtschaft, die alten Konzerne, die hängen ja gar nicht mehr an der Kohle. Ja, aber das heißt überhaupt nicht, dass sie aufhören würden, nicht für jeden Meiler noch versuchen zu wollen, richtig viel Kohle rauszuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau diese Auseinandersetzung Klima gegen Kohle, die geht jetzt ins Finale. Denn jetzt hat die GroKo den ganzen Scherbenhaufen ihrer Klimapolitik einer Kommission vor die Füße gekippt. Ja, diese Kommission, die Kohlekommission, die wird nicht alles lösen, das ist völlig klar. Allein der Strukturwandel ist eine Langstreckenaufgabe. Da macht man nicht mal ein Milliardentrostpflaster drauf. Da geht es um langfristige Unterstützung für die Kohleregion im Leinland, in der Lausitz, in Mitteldeutschland. Und es geht um langfristige Unterstützung für die Beschäftigten und bitte nicht vergessen, für die Tagebaubetroffenen vor Ort. Diese Kohlekommission ist vielleicht die einzige Chance, die wir absehbar bekommen, für den Klimaschutz in diesem Land noch mal was zu reißen. Und deshalb, nur deshalb hat sich der BUND entschlossen, in diese Kommission zu gehen, auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht. Und wir wollen die Stimme sein, die Stimme des Klimaschutzes in dieser Kommission, aber wir wissen genau, wir schaffen das nicht alleine. Wir haben unsere Verbündeten, aber wir brauchen den Druck der Straße, der Öffentlichkeit. Wir brauchen euren Druck. Dann bin ich froh, dass ihr uns heute unterstützt. Ich bitte euch, unterstützt uns, bis es zu Ende ist. Unterstützt, dass dies der Endspurt wird um die Kohle. Machen wir den Deckel drauf. Sorgen wir dafür, dass diesmal nicht die Kohlelobby gewinnt, sondern der Klimaschutz. Ich danke euch. Super. Danke, Tina. Vielen Dank. Und jetzt kommt nochmal der.